Na gut, ein Deck ohne Hydro wäre das hier, basically. Let's try that. Wer ist mein Main? Im TCG? Damals wahrscheinlich im richtigen Game. Hu Tao. Das ist mein favorite Character. Hu to the motherfucking Tao. Du siehst sie sogar hier. Look at this. Do you see this? Ayo, Chat, do you see this? Ayo, Chat. Hu Tao, baby. Oh, es gibt zwei davon, damn. Damn, was ist mit den Würfeln los, Alter? Geht nicht mit rechten Dingen zu. Hast du 7TV, Lord Azen? Dann siehst du das Emote von Simension. Oh, Alter. Goldene zwei Karten gepult. Let's go. Na gut, jetzt habe ich das Jade gemacht, deswegen bin ich destined to zwei Pyrowürfel. Teamwork is dreamwork. Surging tide. Tja, das war ein Fehler, kleiner Bruder. Was sind denn hier die Ziele der Herausforderung? In 5 Runden gewinnen. Okay. Es war keine gute Idee, weitere Pizzastücke zu essen. Wieso? Alter, 5 Animo-Würfel? Sodbrennen hätte dich hops genommen. Also es war eine gute Idee. Ja. Gefettfingert. Ja, wieso kostet das jetzt mehr? Scam? Was ist denn das für ein Käse? Beim Anwenden der Elementarfähigkeit oder Spezialfähigkeit Würfelverbrauch plus 1. Ah, ja, macht Spaß und ist fair, würde ich sagen. Aua. Wieso macht das 0 Schaden? Hä? Okay. Hä? Wie kann das 0 Schaden? Ach so, weil er... Ach, hä? Ach so, der Schild funktioniert so, du musst einfach zweimal Schaden... Ach so. Das hätte ich mir vielleicht vorher durchlesen sollen. Gut, Clay ist tot. Well, she dead. Damn, Yu-Gi-Oh! Changed. Was, wieso fühlt es sich eigentlich so geil an, wenn dein Fuß eingeschlafen ist? Gonna be epic. Tut es nicht? Okay. Hu Tao war dein erster C1-5-Sterne-Charakter. Dein erster C1-5-Sterne-Charakter. Okay. Boah, keine Ahnung, was das bei mir war. Wahrscheinlich Jean oder Chi-Chi. Wer auch sonst. Ja,
bei mir war... Also ich glaube, Hu Tao war mein zweiter nicht-limited-Character. Tatsächlich. Achso, jetzt kann ich meine Spezialfähigkeit nicht machen, oder was? Ah ja. Ich hole jetzt mal einen normalen Startangriff, der wird wahrscheinlich nicht funktionieren, oder? Ja, das dachte ich mir schon. Die sind genauso ätzend wie im Abyss. Okay, jetzt habe ich zumindest ein bisschen was gelernt über diese Trottel. Das Einzige, was dieses Spiel mit Yu-Gi-Oh! Zu tun hat, ist, dass die Spieler die Karten nicht lesen. Eigentlich nur die Figurenkarten, weil die so unfassbar viel Text haben. Aber sonst, ja, true. Also das Problem ist halt immer für Figurenkarten, du hast halt wie im echten Spiel, du hast halt jede Figur hat eine passive Elementarfähigkeit, Spezialfähigkeit, dann manchmal noch so Bonuseffekte. Ja, Alter, ich lese mir das doch nicht alles durch, Mann. Wer bin ich? Die Wohlfahrt? Was Besseres zu tun, als mir das alles durchzulesen. Viel zu viel Text, ey. Du hast bei Diluc deinen ersten 10 Pull auf Noel Banner und deinen allerersten 5-Sterne-Charakter, den du auf Standard-Banner gekriegt hast, was Chichi. Naja. Yes. Ja, nicht Standard-Event. Ah. Okay, aber Diluc aus dem 10er Noel-Banner ist ja auch crazy. Mein favorite Yu-Gi-Oh! Character. Also nicht Karte, sondern Character, oder? Weiß ich gar nicht so genau. Könnte ich jetzt gar nicht so genau sagen, um ehrlich zu sein. Du weißt, es ist super easy. Kaiba. Gib nur den einen wahren G. Naja, Kaiba, Pegasus sind cool. Oh. Da kommt er einfach mit dem Pegasus. Ja. Das Kokomi nie bekommen. Die wird wahrscheinlich in einem der nächsten Kollektionsbanner drin sein. Vielleicht kommt er in 4.7. Wieder Kollektionsbanner, da ist sie bestimmt dabei. Ich hätte auch schon ewig keinen Rerun mehr gefühlt. Muss wieder den Anime gucken, not gonna lie. Guck Yu-Gi-Oh! Abridged. Das ist viel lustiger als der Anime. The world will burn. Was ist das? Yu-Gi-Oh! Abridged. Naja, das ist Yu-Gi-Oh! Gememed quasi. Yu-Gi-Oh! In lustig. In extrem lustig. Yu-Gi-Oh! In extrem lustig. Klingt irgendwie kacke. Es ist extrem lustig. Es ist das Lustigste, was du jemals in deinem Leben sehen wirst. Du lachst wie Pegasus. Tja, wir sind eben beide echte Gs. Was soll ich sagen? Du möchtest Furina? Ja gut, die hatte erst ihren Rerun, ne? Die wird so schnell wahrscheinlich nicht nochmal kommen. Die war ja schon zweimal. Alter, komm, lass mich doch nicht so im Stich mit den Würfeln, Mann, ey.
Mann, Alter. Hören die auch irgendwann mal an auf zu, hören die auch irgendwann mal auf anzugreifen oder ist sie einfach endlos? What the hell, Alter? Ist mal überhaupt nicht nervig. Die kommen voll angeblich wieder so 4.7 spekuliert. What? Schon wieder? Also ich meine, okay, aber what the hell? Drei Reruns in 7 Patches? Oder, ja, das ist ja geistesgestört. Verlieren die jetzt endlich mal ein paar Angriffe hier? Na endlich, Alter. Ah, jetzt kann ich hier keinen Pyro-Angriff machen. Wie viel Schaden macht denn der jetzt? 4, war ja klar. Achso, einer meiner Charakter stirbt garantiert quasi, okay. Big oof. And I can't do anything about it. Spiele seit einiger Zeit ein schwarzäugigen Deck bei Master Duels und kommen meistens nicht mehr zum Zug, weil die heutigen Karten zu viele Effekte haben. Hello, Mayo. Yu-Gi-Oh! In a nutshell. Ach, man muss nur ihren Schild zerstören, dann sterben die einfach. Lol. Ach so, ja gut, das hätte man sich durchlesen können, aber das habe ich halt nicht gemacht, deswegen wusste ich es nicht. Hätte man wahrscheinlich lesen können, aber das wäre zu einfach. Refrain der Abgrundboten. Ist doch auch bei den Mobs immer bist, die sterben, wenn du ein Schild wegmachst. Okay, Professor Doktor, ich habe Genshin Impact studiert. Tut mir leid. Es tut mir leid. Okay. Es tut mir leid. Warum ist eigentlich die Karte im Deck? Das ergibt nicht mal Sinn. Oh mein Gott, jetzt sind es 3? Oh mein. Oh meine. Oh. Oh. Gute Nacht maximal. Er denkt auch, er ist es. Mit seinem The End is Nigh. Yay or nay, Chat? The End is yay or nay? Ist The End yay or nay, Chat?
Boah, Alter. Oh mein Gott. Ich habe nur Pyro-Figuren und ich würfel nicht einen einzigen Pyro-Würfel. Was zur Hölle? Gonna be epic. Gonna be epic, Mr. Bennett. Na gut, ich schlage mal einfach nochmal einen Auto-Attack. Okay, die Karte ist komplett nutzlos, basically. Nice. The world will burn. The world will burn. Kosten die Ereigniskarten nur 4. Das wäre natürlich geil. Alter, kriege ich jetzt bitte mal Pyrowürfel? Hallo. Oh mein Gott. Trash Game. Teamwork is dreamwork. Du sagst es, Bennett. Gib ihm. Gib ihm, Bennett. Gib ihm. The world will burn. The end is nigh. Okay, wenn ich auf Bennett bleib, stirbt er. Aber rein theoretisch brauche ich ihn eigentlich auch nicht mehr. Ich glaube, ich gehe einfach auf Klee. Tada! Klee ist hier! Und lass sie den ganzen Damage fressen. Eat it, Klee. Eat it. Just eat it. Just eat it. Du kriegst das Maul, Klee, von dem Abgrundboden. Just eat it. Just eat it. Das ist ein guter Song. Das ist ein guter Song. Und jetzt kommt endlich das Jadegemach. Bruh. Bei dir ist schon 4.30 Uhr. Damn. Na dann, gute Nacht. Alter, wieso? Junge. Okay, nächsten Schlag würde sie noch überleben. Ach, meine Elementarfähigkeit kostet ja 4. Oh, meine Güte. Ach, du liebes Lieschen. Ach, ich heile mich aber auch noch. Later, big dog. Later. Later, big dog. Later. Warte mal, wie viel macht er jetzt? 4 und 2. Also wenn ich jetzt noch den Dingens hier reindrücke, dann überlebt sie das sogar auch noch. Okay. The end is nigh. Ah.
Aber ihre Spezialfähigkeit werde ich nicht mehr triggern können. Also ich ziehe jetzt noch einen Lotus. Was schon sehr unwahrscheinlich ist. Junge, selbst mit Jade gemacht ziehe ich nur 2 Pyrowürfel. Das gibt's doch gar nicht. Oder Roll. Oh Mann, unlucky. Ja gut, wobei, ich kann jetzt eigentlich auf Jungling wechseln. Your toast. Really? Genau, und jetzt muss ich nämlich nur noch Goba ausspielen. Und jetzt habe ich nämlich basically gewonnen. Genau, der macht jetzt nur 3 Schaden, das tanke ich sowieso easy weg. Ja, ich hätte eigentlich auf Klees Spezialfähigkeit gehen sollen, glaube ich. Also ich bin jetzt auf Junglings Spezialfähigkeit mit Goba gegangen. Man hätte auch auf Klees Spezialfähigkeit gehen können. Aber ist eigentlich Jacke wie Hose. Macht eigentlich keinen Unterschied. Der ist raus. Der kleine Mann. Ach so, oh, jetzt ist die Spezialfähigkeit von Jungling auf den Falschen gegangen. Okay, das ist natürlich Fail. Aber gut. Ach, das hätte ich mir auch sparen können. Und Goba finished den Job. Finish them, Goba. Finish them. Got him. The world will burn. Achso, der lebt jetzt noch eine Runde, oder was? Nee, ich wollte schon sagen. Easy. Ach so, ist es schon...